Jo, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert mit mir, Twankey. Ja, und dem Tut, der in der falsche Richtung die Pose macht. Ja, beim letzten Mal bin ich hier in die Höhle gegangen und hab den Dude hier bekämpft, der mich jetzt anguckt, als wäre ich ein Geist. Weil wir hier einfach sinnlos rumlaufen und einen Dude suchen, den wir wahrscheinlich eh nie finden. Ich würde ja gerne mal Spezielles angeln, aber ich habe leider noch keine Angelroute, die besser ist als diese hier. Wenn ich jetzt hier angel, kriege ich eh nur wieder ein Carpador. Oder auch nicht. Aber mit dem Kamerahubs kann ich genauso wenig anfangen, weil ich bei fast jedem Diner Raid, was ich auch offline sehr oft mache, damit ich diese Bonbons habe und auch die Techniken, kriege ich die Entwicklung easy. Oder sogar mit einem höheren Level. So, dich bekämpfe ich, Fräulein. Okay, zeig mir deine Muskeln. Bin ich mit bei, Steffi? Mit einem Kiesling. Ach, und letztes Mal hatte ich ja meine Haupt-Pokémon richtig extrem in die Höhle geboostet. Darunter Monte Carlo, was vorher Waggon war, und Inteleon, was ein Flegleon war. Das werde ich jetzt einsetzen, weil mein Gegner hier ein Stein-Pokémon ist und ich mit Kradowitz hier eigentlich nur gegen die Wand laufen würde. Außerdem will ich mal den Präzisionsschutz sehen. Den habe ich, glaube ich, noch nicht einsetzen können. Das ist ja auch eine Pokémon-spezifische Attacke. Geil! Ich dachte mir, dass da irgendein Schuss kommt, aber ich habe mir was Größeres gesehen. Aber die Attacke sah ganz cool aus. So, als nächstes kommt Praktibike. Da kann ich Kranowitz wieder zurückholen. Weil hier hat Kranowitz wenigstens eine Chance. Wenn das jetzt weiter Fiesling gewesen wäre, wäre Kranowitz umgenietet worden. Ja. Okay, Kranowitz ist ein bisschen schläfrig. Komm, wir pflücken den mal ein bisschen weg. Flick, 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 flick. Ach ja, was ich mal erwähnen wollte, diese Woche und wahrscheinlich auch die nächsten Wochen mache ich, dass ich zu jedem normalen Video ein Pokémon-Video noch dazu mache, weil ich schnell mit der Story fertig werden will. Und halt nichts hiervon auslassen will. Ich will mit dem Zani zusammen diese Online-Events machen und das geht halt mehr nur dann, wenn ich das Spiel durch habe. Griffklaue. Ah, Klammergriff, Wickel, etc. Okay. Nein, da laufe ich nicht rein. Hallo. Hallo, Team Gel. Wollt ihr mich schon wieder anbrüllen? Ja. Ach, dem bin ich nicht abgeneigt. Oh, hallo, Hopp. Wo kommst du denn schon wieder her? Hm, vielleicht bin ich es ja schon. Och, das ist aber jetzt nicht sehr nett. Ich fand ihn ganz gut. Ja, geht so. Natürlich bin ich bereit. Bin immer bereit, den einen auf die Nase zu geben. Haben die überhaupt eine Nase? Ich sehe nur das X da. Okay. Muss man doch nicht gleich Depri sein? Feuert doch lieber weiter an, das passt so eher zu euch. Oh, ein Geradax. Was willst du mit dem Wolli? Nimm das weg. Gaunux und Geradax. Ich weiß nicht genau, welche
Typen Geradax in der Galar-Region hat. Aber ich gehe mal von Unlicht aus. Auf jeden Fall einmal Klauenwetter, damit ich stärker bin. Jo, und auch ein bisschen besser treffe. Standpauke, oh nein! So was hatte ich heute doch schon. Oh nein, Wolli ist tot. Wer hätte es gedacht? Da war es weg. Kikello! Ach ja, übrigens, ich muss mich an einer Stelle an Sunny bedanken. Dank ihm habe ich alle Starter-Pokémons einmal. Also, ich habe Hopplo, ich habe jetzt Mimelion schon voll entwickelt und ich habe das Pflanzenvieh. Muss ich mich bedanken. Jetzt kann ich alle drei Starter voll entwickeln. Ich werde das ab der nächsten Folge auch machen. Dann werde ich mit allen drei Startern loszischen. Nachdem ich, oder besser gesagt, nachdem ich die entwickelt habe. Leopard. Oh. Nicht aber ein kleines Kätzchen. Das will man schmunzeln. Da werde ich doch vielleicht überheblich. Seht ihr schon meine Nase, Mädchen? So geil bin ich. Oh, jetzt wird mir richtig überheblich. Hm, du bist aber nicht so stark, ne? Weißt du, was für ein geiler Typ ich bin? So sieht Überheblichkeit aus, Leute. Und sowas nennt man übrigens einen Bobby-Kreis. 2 auf 1. 4 auf 1 wäre noch besser. Aber das geht nur beim Diner Raid. Das soll ja, meine ich, auch dem nächsten Event sein. Mit so einem Mega-Relaxo. Das soll das stärkste Diner-Vieh überhaupt werden. Was ich haben will. Aua, das kratzt. Aua. Pflücken. Hm. Ja, das ist ein paar sehr saftige Beeren. Also, wie gesagt, ich entwickle Kranowitz auf jeden Fall noch. Elektro jubel ich über Bonbons hoch. Kräuterer will ich auf jeden Fall bringen. Drin behalten. Ich will nämlich auf jeden Fall auch die anderen beiden Starter im Team haben, damit ich das geilste Team überhaupt auf der Erde habe. Nein, aus meiner Sicht. Jedem das seine. Ich würde gerne heute, wenn es noch möglich ist, den nächsten Arena-Leiter treffen. Ey, im Ernst, Leute, guckt euch die doch mal an. Da fehlt, glaube ich, echt die Nase, ne? Wieso willst du mich mit einer Tröte erschrecken? Was bringt dir das? Meine Pokémon greifen doch trotzdem weiter an. Oh ja, ich hätte auch gern einen Bruder. Ich habe aber nur eine Schwester. Das ist nichts, worauf ihr stolz sein solltet. Ey, hopp, bist du so nett? Hallo? Bist du so nett und teilst mich? Machst du das sonst auch immer? Oh, guck mal! Die Entwicklung von Kalmel habt und ihr... Ja, will ich haben. Ein Schallelos. Wasserboden. Na dann, wollen wir mal gucken, ob der Flockball heute funktioniert. Oh, Flottball. Ich habe übrigens einen Hyperball in der Zone gefunden und auch einen Laden, wo ich Finsterbälle bekommen habe. Alles in der Naturzone findbar. Kriege ich dich, kriege ich dich, kriege ich dich? Oder muss ich Hardcore schreiben? Ja, ich hab dich. Ich muss nicht tryharden. Ich will jedes Vieh einmal. Okay, welche Form es annimmt, hängt angeblich von seinem Futter ab. Ob das tatsächlich der Fall ist, wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Okay. Das Schallelos kommt in die PC-Box. Hier liegt was. Das nehme ich, ein Sternstück.
Oh, da ist hier so eine Reißlaus. Rechts oder links? Links scheint nichts zu sein, also gehe ich da zuerst. Oh, Pudersand. Bodenattacken werden verstärkt. Dich habe ich mal nicht letztes Mal schon gefangen. Ja, komm, wir gönnen uns jetzt den einen Kampf hier noch. Den will ich auf jeden Fall heute noch drin haben. Ein Bahnangestellter. Was machst du hier in der Höhle? Geh an die Bahn zurück. Oh, Rotomon. Das könnte interessant werden. Das ist ein Boden-Pokémon. Aber ich weiß, dass es auch Steinattacken einsetzen kann. Kranowitz wäre übrigens ein richtig geiles Vieh gegen das nächste Event-Pokémon. Einfach weil es ihr daran hindern kann. Ich meine, das hat die deiner Fähigkeit dann deiner Recycling, wodurch man öfters Beeren ersetzen kann. Und Kranowitz kann verhindern, dass man Beeren essen kann. Das würde das hinfällig machen. Oh, nix, ich muss wechseln. Ich mach mal Monte Carlo. Ich will ihn im Kampf erleben. Ich habe sie wirklich nicht in der Naturzone verwendet. Nur Onix und Stalus mal. Fragt übrigens nicht, warum Monte Carlo aus irgendeinem Grund Siedewasser kann. Ich hatte die TM gekauft und aus irgendeinem Grund kann das Vieh das. Ich habe keine Ahnung, warum Monte Carlo eine Wasserattacke kann. Aber ich nehme es an. Weil, why not? Es kann sich so gesehen selber umnieten. Oh, da liegt was Schönes. Sandgrab. Ja, die Attacke geht. Das ist eigentlich Klammer in Sandversion. Nein. Nein. Böse Flunschicks. Hopp. Du hast ihn wahrscheinlich gefunden. Ja, da ist er doch. Oh, das ist aber nett von denen. Wow. Die können auch noch von was anderem Fans sein. Gegen dem kämpfen wir, glaube ich, im nächsten Part. Was für eine Arbeit macht denn Waggon eigentlich? Außer das Zeug jetzt rumzutransportieren. Mann. Wie sie die beiden einfach abgefertigt haben. Ja, ich habe den aber auch abgefertigt. Und das nur mit Kranowitz. Ja, das war nett von ihm. Das klingt doch nett. Den besiegen wir. Stimmt. Wenn du mit einem Feuerpokémon und Wasserviecher besiegst, ist dein Team awesome. Okay, ich muss auf jeden Fall ins Turnier zurück. Also in das Hotel. Und dort werde ich ihn dann bekämpfen. Also in der Stadt, nicht im Hotel. Ich kann ja heute noch zum Hotel fahren. Dann können wir nächste Folge direkt mit dem Arena-Kampf losgehen. Ich habe sogar das richtige Starter-Pokémon gegen den gewählt. Ich glaube, jetzt bin ich hier wieder in der Zone. Okay. Nicht so ganz. Obwohl, war das nicht das, was wir letztes Mal am PC gemacht haben? Okay. Das klingt nach einem guten Plan. Den will ich mich auch gleich noch anschließen. Mogelbaum, dich habe ich noch nicht. Will ich haben. Ich will dich haben, aber bitte ohne, dass du mich jetzt vollkommen vernichtest. Ich weiß genau, was ihr Mogelbäume können. Mit eurem Mimikry.
Das ist so eine fiese Attacke. Aber ich hab's. Smogon habe ich, das war im Hintergrund, das habe ich bei einem Dino Raid zufällig bekommen. Also brauche ich es nicht nochmal fangen. Und was hast du für einen Eintrag? Bewegt ein Baum. Bei Windstille eine Ast ist das kein Baum, sondern ein Mogelbaum. An regnigen Tagen hält es sich versteckt. Ja, weil es ein Gestein-Pokémon ist. Warum auch immer das keine Pflanze ist. Ich würde so viel mehr verstehen, wenn ein Mogelbaum eine Pflanze wäre. Versteckt sich irgendwas. Das habe ich doch schon irgendwo gesehen. Hatte der Betty nicht? Ich hätte dich auf jeden Fall gern. Wundert euch übrigens nicht, dass ich bei jeder Aufnahme auch die gleichen Klamotten anhaben werde, ne? Darauf wurde ich schon mal angesprochen. Alle Videos, die ihr an einer Woche sehen könnt, die nehme ich immer am Stück auf. Also, ich nehme die fast alle immer am selben Tag auf. Weil ich wochentags am Arbeiten bin. Mit dem Fortsatz an seinem Kopf kann es die Gefühle von Lebewesen wahrnehmen. Es öffnet nur geruhsam veranlagten Leuten sein Herz. Das geruhsam Pokémon. Okay, geh in die Box. Ja, ich wusste auch, dass hier was liegt. Verdammt. Dich habe ich tatsächlich schon. Das könnt ihr in der Naturzone, wenn ihr einbrecht, und da geht's 1000 Mal fangen. Wie gesagt, ich habe ein paar Dino Raids mit einem Sunny gemacht. Und auch alleine, einfach um Bonbons zu sammeln. Willst du eigentlich kämpfen? Ja, du willst kämpfen. Komm, dann wird die Folge heute wieder 20 Minuten. Komischerweise, ich wollte die eigentlich auch 15 Minuten machen und seitdem sind es 20 Minuten Folgen. Ein Voldi. Oh, das ist ein einseitiger Kampf. Aber dennoch habe ich eine Chance, weil es ist nur ein Voldi. Und kein Belektro. Es ist aber schon ordentlich stark. Gegenstoß. In der Hoffnung, dass Voldi. Nein, Voldi greift nicht zuerst an. Aber es wechselt einfach mein Pokémon. Bekämpft. Alter, das Vieh hat sich ja mal gerade selbst vernichtet. Antikkraft. Tschüss. Weißt du, wie viel stärker ich bin? Das war einseitig. Das hat sich einfach selbst RIP gemacht. Oh, Fletiamo. Was ist ein Fletiamo? Ach so, das war ein Fletiamo. Antikkraft. Du warst Flugzicho, das weiß ich. Schon wieder perfektes Pokémon. Tschüss. Easy win. Ich will einen von beiden vorher entwickeln. Entweder Kirada oder Kranowitz. Am liebsten wäre mir Kranowitz. Aber den würde ich dann aber auch gerne im Team behalten. Genau wie Kerada. Ist auch so ein Kandidat. Ich habe ja wie gesagt Bonbons. Ich guck mal, ob ich jetzt einen von denen entwickeln kann. Ja, hier seht ihr schon, ich habe richtig hart gesammelt. Ja. Ich habe sehr viel. Komm, Kerada, ich gebe dir mal 30 davon. Und hoffe einfach aufs Beste. Und die Entwicklung. Auf Level 30 entwickelt sich Kerada. Okay. Jetzt will ich sehen, was für ein cooler Insekt du wirst. Weil jetzt bist du schon cool. Alter. Ich kann dich doch unmöglich rausschmeißen. Es ist allseits als sehr starkes Pokémon bekannt. Sein großes Gehirn ist ein Indiz dafür, dass es über mächtige Psychokräfte verfügt. Okay, jetzt kriegt Kranowitz den Rest. 2 Level-Ups. Hat aber noch nicht funktioniert. Gebe ich ihm nochmal 4 Sonderbonbons.
Level 36. Bohrschnabel. Ja, Bohrschnabel fände ich sogar eine gute Idee. Weil das hat ordentlich Power. Gegen Klaumwetzer. Aber dann müsste ich Überheblichkeit auch langsam wieder rausschmeißen. Und das hat tatsächlich zu keiner Entwicklung geführt. Karnowitz, hier. Jetzt entwickle dich bitte. Karnowitz? Hallo? Entwicklung? Ah, auf Level 38. Okay, Karnowitz braucht ja ein ultra hartes Training. Ich will einfach nur die Entwicklung haben. So ein Kramor. Also bei Elektro schmeiße ich auf jeden Fall aus dem Team. Krähen-Pokémon. Niemand wagt es, ihm den Himmel über Galar streitig zu machen. Sein schwarzglänzendes, stählernes Äußeres schüchtert jeden Gegner ein. Ja, der sieht aber auch mega geil aus. Stahlflüge. Ja, dafür würde ich Überheblichkeit rausschmeißen. Dann hätte ich auch eine perfekte Antwort gegen Gesteins-Pokémon. Und ich beende dann hier jetzt auch den Part. Ich werde offline bestimmen, welche zwei ich rausschmeiße. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich tatsächlich bei Elektro und Kreutra rausschmeiße. Und dafür dann halt die anderen beiden Starter reinschmeiße, weil ich die benutzen will. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, Leute!